Hoi, ich heiße Hitchcock und bin 3 Jahre alt. Zum ersten Mal in meinem Leben gehe ich auf eine grosse Reise. Doch bevor ich euch verrate, wohin die Reise geht, zuerst einen Blick zurück, wo ich noch ganz klein war. Schon als Kleiner war ich ganz ein neugieriger und lebenslustiger Hund. Ein echter Scottish Terrier eben. Hitch ist mein Übername. Ich lebe mit 3 anderen Scotties zusammen in einer märchenhaften Umgebung in der Schweiz. Zusammen gehen wir durch dick und dünn. Bettina ist meine 2-beinige Freundin. Sie kann schon fast meine Gedanken lesen und kümmert sich mit viel Liebe, Geduld und Zeit um uns. Der Mike gehört auch zu unserem Clan und kumpelt oft mit einer Filmkamera um. Er liebt uns sehr und nicht selten stehen wir Modell. Darin sind wir schon sehr geübt. Ich mache einfach alles, was man sich vorstellen kann, weil ich das Leben einfach liebe. Das ist meine Hundefamilie. Der Flash ist ein unternehmenslustiger Hund und so verschmust. Camilla ist eine echte Wasserratte und liebt einfach alles, was fliegt. Sie zeigt mir viele Sachen, die der Plausch sind. Und auch die Sachen, die man nicht machen sollte. Dann wäre noch Scully und nicht mehr die Jüngste ist. Ich liebe sie so sehr. Auf jedem Spaziergang bildet sie Schlusslichtli und wird jeden Tag noch ein bisschen weiser. Kennt ihr Agility? Das ist meine grosse Leidenschaft. Das ist ähnlich wie Pferdespringen. Verschiedene Hindernisse, die man in richtiger Reihenfolge, ohne Fehler und möglichst schnell absolvieren sollte. Sprung, Tunnel, Laufsteg, Slalom und andere. Agility ist einfach grossartig. Eigentlich bin ich als Scotty ein Exot in diesem Sport. Hunderassen wie Parson Russell Terrier, Sheltie, Papillon oder Pudel sind eine fast unschlagbare Konkurrenz, weil sie oft hochbeiniger und leichter sind als ich. Aber trotzdem machen wir mit, weil es uns einfach so viel Spass macht. Im Frühling habe ich mich sogar für das European Open qualifiziert. Eine kleine Sensation! Das ist das erste Mal in der Geschichte, wo ein Scottish Terrier sein Land an einer internationalen Agility-Meisterschaft vertreten darf. Unglaublich, dass wir das geschafft haben. Und so geht meine Geschichte an dem schönen Julitag weiter. Aufbruch aus der Provinz. In die grosse, weite Welt. Nach Tschechien, wo die European Open 2010 wird stattfinden. Jetzt wird mir klar, warum ich in letzter Zeit Zug fahren haben müssen lernen und öfters am Bahnhof an Lärm und an die Menschenmassen gewöhnt worden bin. Jetzt kenne ich das alles und habe überhaupt keine Angst mehr. Juhui, ein Schlafzimmer auf Rädern. Das wird ja lustig. Oh, die Landschaften. Die Lichtli, der Himmel. Ist das aufregend. Ich bin ja jetzt schon so weit weg von die Hai. Schon die ganze Nacht im Zug. Jetzt muss ich aber dringend raus. Okay, ich weiss, das ist nicht ganz anständig, aber soll ich jemanden im Zug hineinbisseln? Langsam komme ich Hunger rüber. Das schmeckt gut. Eine neue Welt für mich. Ich glaube, es geht bald los.
unglaublich. All die Beine, Gerüche, Farben und Geräusche. Schon lustig, was Menschen für komische Sachen um sich haben. Was ist denn das? Naja, essbar scheint es nicht zu sein. Um Gottes Willen, was für ein grosses Stadion. So ein grosser Platz. Soll ich da jemanden Agility machen? Ist da dafür die grosse Reise gewesen? Es ist ja wie ein heiliger Rasen. Da kann man sicher gut rennen drauf. Ist das alles für mich? Hui, all die netten Hunde und freundlichen Menschen aus aller Welt. Das scheint ja ganz eine wichtige Sache zu sein. All die Menschen schauen mich an. Ich glaube, da geht es wirklich um mich. Seht ihr mich? Da bin ich. Juhu! Sie scheint nicht nur ein Traum zu sein. Da geht es wirklich ums Agility. Endlich darf ich trainieren für den grossen Tag morgen. Du meine Güte, schau den Regen an. Aber zum Glück bin ich ja regendicht. Also von mir aus kann es bald losgehen. Die Menschen schauen beim Briefing den Parkour-Verlauf an, damit sie uns nachher den richtigen Weg zeigen können. Endlich geht's los. Bald bin ich an der Reihe. Jetzt wird's ernst. Volle Konzentration. Juhui! Oh nein! Muss die Stange runterfallen? Aber was sollen wir machen, wenn es einem in die Augen regnet? Aber immerhin sind wir durchgekommen. Schau mal all die Torpedos an. Unheimlich, wie die alle über die Hindernisse fliegen. Hohoho! Um mich fürs Finale zu qualifizieren, brauchen wir noch einen schnellen Null-Fehlerlauf. Jetzt aber volles Risiko.
Juhui! Null Fehler! Das gefällt mir schon besser. So eine Pause tut gut. Da beobachte ich gerne die anderen Hunde. Die einen sind so lieb, die anderen modebewusst. Die einen flirten gern, so wie ich. Und wieder andere sind eifersüchtig. Oder verfressen. Und fast ein bisschen unerzogen. Jetzt noch der Teamwettbewerb, wo ich zusammen mit drei Hunden in einem Team laufe. Und los! Das ist der Plausch! Der Rang von 88 Teams. Gar nicht so schlecht. Fürs Finale im Einzel hat es knapp nicht gelangt. Aber drittbeste Schweizer Smallhund. Schade um die Stange, aber so ist halt der Sport. Dafür verteidigt unser Coach Nicola mit der Twister ihren EO-Titel vom letzten Jahr. Viel Glück! Juhui, Twister hat es geschafft. Zum zweiten Mal sind Sie und der Nicola Europameisterin geworden. Was für eine Ehre für mein Land. Europameister bin ich nicht geworden. Dafür bin ich der einzige Scottish Terrier, der es je an ein internationales Turnier geschafft hat. Darauf dürfen wir schon ein bisschen stolz sein. Wie doch das Turnier seine Spuren hinterlassen hat. Die Spuren werden vergehen. Aber die schönen Erinnerungen werden bleiben. Und träumen darf man ja von grossen Zielen. Was die Zukunft wohl noch alles für schöne Momente für uns wird bringen? Ich bin ja erst 3 Jahre alt und so jung. Die Zeit da war ja so schön gewesen. Jetzt freue ich mich auf die Heimreise. Die Erinnerungen werde ich immer im Herzen tragen. Ganz gleich, was man macht im Leben. Es ist nicht das Resultat, das zählt, sondern die Freude daran. Dann kommt der Erfolg von ganz allein. Träume sind oft schöner als die Wirklichkeit. Aber das Leben ist schön. Und ich wollte es in vollen Zügen geniessen.